Ja, ich freue mich neben den Intel-Lösungen auch im EPC-Bereich neue AMD-Lösungen vorstellen zu dürfen heute. Da fange ich an mit dem 12510T, dem 12-Zoll-Gerät. Das ist der Nachfolger von dem bekannten 12.01T, den wir schon seit Ende letzten Jahres im Portfolio haben. Ausgestattet nun mit einem neueren AMD Athlon Neo-Prozessor. Zuzüglich einer integrierten ATI-dedizierten Grafik. Vorteil dieser ganzen Lösung ist natürlich, dass auch dieses Gerät besonders gut geeignet ist für Multimedia-Anwendungen. Ich habe dann auch hier einen entsprechenden HDMI-Ausgang, wo ich das Gerät an den Fernseher anschließen kann und dort wirklich meine Filme, die ich auf der 320 GB großen Festplatte gespeichert habe, auf den Fernseher bringen kann und ja, ruckelfrei genießen kann. Das ist also der Nachfolger zum 12.01T. Im 10 Zoll Bereich dann erstmals auch eine AMD-Lösung mit dem 10.15T mit einem anderen AMD-Prozessor, mit dem K105. Aber auch hier geeignet für Multimedia-Anwendungen, weil der Prozessor besonders leistungsstark ist. Und auch hier einen entsprechenden HDMI-Ausgang, dass ich also auch diesen kleinen handlichen 10 Zöller an den Fernseher anschließen kann. Und man sieht es auch, diese Geräte werden mit einer matten Oberfläche verfügbar sein, wie auch mit der glänzenden Glossy-Oberfläche, sozusagen für jeden Anwender und für jeden Geschmack die richtige Wahl. Der 10-Zöller wird ein UVP haben von 349 Euro und das 12-Zoll-Gerät wird liegen bei 449 Euro.